Wenn jemand behauptet, dass es unverantwortlich ist, menschliche Goldstücke aus arabischen und afrikanischen Ländern hier behalten zu wollen, dass es imperiale Überheblichkeit wäre, diese Länder ausgerechnet ihrer wertvollsten Menschen zu berauben. Wenn uns jemand vorwirft, wir hätten aus der Geschichte nichts gelernt und es sei doch schlecht, fremde Länder auszubeuten. Wenn derjenige sagt, es sei deswegen geradezu unsere Pflicht, diese Goldstücke schleunigst in ihre Länder zurückzubringen, damit sie ihre Segnungen für die Gesellschaft vor Ort bewirken können. Wäre das ein linker Kommentar oder ein rechter, ein zynischer, ein sarkastischer, ein fremdenfeindlicher oder ein humanistischer? Danke.